Ja, also nochmal herzlich willkommen zum Joomla Day 2013 in Nürnberg. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Markus Wortmann. Ich leite die Joomla User Group Sauerland, komme also vom Möhnesee. Ich bin selber Joomla Anwender, User. Ich habe eine kleine Werbeagentur, ich betreue Klein- und Kleinstunternehmer, die halt eine eigene Website haben wollen. Ich selber kann nicht programmieren, weshalb es mir selber dann auch immer wieder schwerfällt, das Thema Sicherheit. Wir hatten heute Vormittag schon einen sehr guten Vortrag hier gehört, der mir vom Prinzip auch mal wieder Angst gemacht hat, was alles so mit einer Website passieren kann. Im letzten Jahr, kurz nach dem Joomla Day 2012, habe ich im Newsletter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie, das ist das BSI, also die geben einen Newsletter raus, der eigentlich Pflicht ist für jeden, der einen onlinefähigen Computer zu Hause hat. In diesem Newsletter stehen immer mal wieder Ankündigungen über Updates vom Programm, die man schleunigst einspielen sollte oder Sicherheitslücken, auf die hingewiesen wird und ähnliches. Und in diesem Newsletter habe ich über ein Projekt gelesen, welches so eine Art Monitoring abnimmt. Und zwar, die so ein bisschen über meine Website aufpasst, ob dort nicht durch einen Hacker irgendwelcher Schadcode eingefügt worden ist. Dieses Projekt heißt Initiative S, ist vom ECO-Verband. Der ECO-Verband ist eine Interessensgemeinschaft der Internetwirtschaft und Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Und dieses Projekt Initiative S wollen wir euch später, also in den 2x45 Minuten drüben, genauer vorstellen, wie tief es arbeitet und was es mir an Sicherheit geben kann. Und dazu möchte ich jetzt gerne mal an Thorsten Kraft übergeben. Herr Kraft ist Projektleiter der Initiative S und wird uns eben halt heute dazu viel erzählen. Ja, hallo erstmal. Also ich möchte euch die Initiative S nachher im Raum 3 vorstellen, vor allem auch den Mehrwert daran, den es da gibt, denn dem Bundeswirtschaftsministerium und auch eigentlich der Internetwirtschaft allgemein ist daran gelegen, dass der Mittelstand gestärkt im Endeffekt in die nächsten Jahre hinausgeht. Und die Cyberangriffe, die Sie mitbekommen haben, heute Morgen wurde ja der Vodafone-Fall erwähnt, das sind keine Einzeltaten, sondern das passiert tagtäglich. Wir haben mal eine Analyse gemacht, indem wir einfach mal über Webseiten drüber gefahren sind, ohne dass sie eingetragen sind, einfach nur um zu gucken, wie viel Prozent aller Webseiten, die im Internet unterwegs sind, haben denn eine Kompromittierung. Ob sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch schädlich ist oder ob das mal vormals passiert war, das haben wir da außer Acht gelassen. Wir haben einfach nur geguckt, wo haben sich Cyberkriminelle mal dran versucht. Und die Werte sind aus meiner Sicht ziemlich erschreckend, denn es sind 4% aller Webseiten in Deutschland, die irgendwo auf einer Startseite oder auf dem Kontaktformular irgendwelche Fragmente von Cyberkriminellen haben, wo man davon ausgehen kann, dass die Webseitenbetreiber entweder es nicht mal wissen oder gewusst haben, dass zu dem Zeitpunkt was passiert ist oder ein Datenabgriff immer noch stattfindet. Solche Fälle wie Vodafone, Deutsche Telekom sind die man in der Presse hört, oder eine Avast, die hochgeholt wird, aber tagtäglich werden Tausende von Seiten aufgemacht. Bevor ich beim ECO-Verband angefangen habe, habe ich bei einem großen Provider gearbeitet, in Montabaur. Und dann waren die Webseiten, nur um mal die Größenordnung zu zeigen, deshalb habe ich es erwähnt, waren wir für die weltweiten Webseiten-Sicherheiten zuständig und alles, was halt so die Marke da so hergibt. 2,5 Millionen Hinweise pro Monat liefen da auf unsere Abuse-Adresse ein, wo irgendwas auf irgendwelchen Webseiten passiert. Angefangen von Phishing, Data Leakage, Kinderpornografie, die gesamte Bandbreite. Und Sie als Webseitenbetreiber haben halt nun mal rechtliche Pflichten, etwas zu entfernen. Da kann es auch mal ganz schön bös enden. Da kann auch auf einen Straftatbestand durch Unterlassung was passieren. Und von daher ist Webseitensicherheit, auch wenn es sich so anhört,
sollte man wirklich darauf Acht legen oder Wert legen drauf. Ja, das ist eigentlich das, was ich als Kino so sagen, mitgeben möchte. Genau, also ich werde nachher im Raum 3 mal so einen groben Überblick geben, was so Cyberkriminelle in Deutschland so alles tun, angefangen vom NPC, was so sozusagen die Ziele der Cyberkriminellen sind. Meistens halt Geld verdienen, logisch. Auf der anderen Seite auch einfach nur Zerstörung oder ein Spaß an der Freude, das kommt immer auf die einzelnen Tätergruppen an. Anfangen werde ich mit unseren alten Projekten, die wir gemacht haben. Ein Projekt kennen Sie vielleicht, das ist botfrei.de, also die Webseite mit den Internet-Service-Providern, wo es darum geht, Endkunden-PCs aufzuräumen, die mit irgendwas infiziert sind oder größere Ausfälle von Internetleitungen, wie im Falle von diesem DNS-Changer, da wo dieser DNS-Server abgeschalten worden ist vom FBI und dann Millionen von Rechnern eventuell ohne Internet dagestanden wären, das sozusagen zu verarbeiten über eben die Initiative S und das, was wir europäisch tun, da möchte ich einfach einen kleinen Überblick geben. Genau. Dann dürfen wir uns erstmal für eure Aufmerksamkeit bedanken und Thomas, du bist dran. Thomas Karl? Draußen.